Karnevalsstimmung an Spieltag 39 in der Penny DEL. Raubkatzenduell. Die Löwen Frankfurt gegen die Straubing Tigers. Beide Mannschaften derzeit mit 2 Siegen in Serie. Spiel ging los und das Spiel ging von Anfang an nur in eine Richtung. Straubing ganz, ganz stark. Die Tigers gaben den Ton an. Viele Zweikämpfe gewonnen, viele Scheiben zum Tor. Wunderbares Passspiel und folgerichtig hat's nicht lange gedauert, bis die Tigers die Führung erzielt haben. Nach einem Face-Off weg ist es Michael Clark, der sowieso für diesen offensiven Aufschwung der Tigers steht. Die Tigers sind seit dem Jahreswechsel die beste Mannschaft der Liga in der Offensive. Defensiv ja sowieso ganz oben mit dabei. Das also die Führung. 1:0 Michael Clark und die ging so absolut in Ordnung. Ein super Start, ein super erstes Drittel von Straubing in dieses Spiel von Frankfurt. Franz David Fritzmeier, der Coach an der Bande, musste mehr kommen in Drittel Nummer 2. Und so viel sei verraten, es kam auch mehr. Frankfurt zeigt im zweiten Drittel eine Reaktion. Das ist Eugen Alanov, der hier die Scheibe Richtung Hunter Miska gebracht hatte. Nachschuss nochmal möglich, aber dann macht er selbst zu. Hunter Miska im Tor der Straubing Tigers. Es war so eine Phase im Spiel, in der Frankfurt eigentlich oben auf war, aber genau dann knipste Straubing mit diesem Tor zum 2:0. Josh Samanski auf Vorlage von Tyler Shee. Der auf und davon legt die Scheibe dann nochmal rüber. Samanski hält einfach den Schläger rein und trifft zum 2:0. Allerdings, und das gehört auch zur Wahrheit, Daniel Wirth ist hier der Schläger gebrochen. Man sieht es am Bildrand, kommt damit nicht hinterher, muss Shee ziehen lassen und der nutzt das gnadenlos aus mit dem Pass zu Samanski. Aber wie gesagt, Frankfurt im zweiten Drittel zeigte sich verbessert, mit Willen ein Tor zu erzielen. Das klappte allerdings noch nicht. Julian Abravnik, einer der auffälligsten in der Offensive, hier mal mit einem Schuss zum Tor, ohne Hunter Miska dabei wirklich vor die ganz große Herausforderung zu stellen. Dann diese Situation. Hier danach noch eine Strafe angezeigt, aber trotzdem Frankfurt hier noch mit dem Torschuss. Cody Kunik, aber super schön rübergelegt im Fallen von Camarosa und dann nochmal quer auf Cody Kunik, der verfehlt dann allerdings deutlich. Bleibt beim 2:0 für Straubing, die Fans der Straubinger zufrieden. Schlussabschnitt. Marcel Brandt nagelt erstmal die Scheibe an die Latte. Riesenmöglichkeit für die Straubinger zum 3:0, aber sie machten es nicht und jetzt lehnen sie sich zurück. Eine absolut heiße Schlussphase in der Frankfurter Eisporthalle. Wir sind schon in der Empty-Net-Situation. Und das ist der Anschluss. Cody Kunik zum 1:2 vorangegangen. Schon mehrere gute Möglichkeiten für Frankfurt. Straubing hat die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel rausgebracht. Mehrfach nicht. Die Face-Offs gingen alle miteinander verloren. Und Frankfurt hielt den Druck aufrecht. Die letzten 20 Sekunden, Scheibe zum Tor. Dann ist es Carter Rowney, der sogar noch das 2:2 draufsetzte. Und ab da war kompletter Ausnahmezustand in der Frankfurter Eissporthalle. Die Löwen Frankfurt im dritten Drittel mit einem Wahnsinns-Comeback der Empty Net. Straubing nach 55 Minuten wieder sichere Sieger ausgesehen. Aber diese Schlussphase, die war richtig, richtig gut. Overtime passierte nichts, es ging direkt ins Shootout. Und da kommen wir zum dritten Schützen von Frankfurt. Maxim Matuschkin, hier ganz flinke Hände, Körpertäuschung und ab. Und das Dach. Der dritte Penalty, der hat gesessen aus Frankfurter Sicht. Wunderbar gemacht, technisch ganz, ganz edel von Maxim Matuschkin. Und damit war der Druck natürlich bei Straubing. Samuelsson gegen Julius Hudacek. Und Hudacek mit ein bisschen Scheibenglück hält die Scheibe. Und damit war das Comeback von Frankfurt perfekt. Frankfurt gewinnt dieses Duell gegen die Straubing Tigers im Shootout. It was a hard-fought battle. Both teams were came out and had a good game tonight. But hats off to the guys in the room tonight. No quit. Came down in the final seconds there. Ja, ein Spiel geht über 60 Minuten. Ich meine, ich habe gedacht, wir haben 57 Minuten davon haben wir klar besser gespielt. Bei 6 gegen 5 2 Buden kassieren, das darf uns nicht passieren. Wir müssen die Spiele solide runterspielen und das haben wir halt am Ende nicht gemacht. Okay, wow.
Die Huda-Show goes on. Was für ein wildes Finale in diesem Spiel. Frankfurt gewinnt mit dem unbedingten Willen, das Spiel noch zu drehen. Im dritten Spiel unter Franz David Fritzmeier zum dritten Mal. Endstand 3-2 nach Shootout. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.